Danke. Ja, ich bin für die Partei im Gemeinderat. Ja, ich habe auch mal Philosophie studiert und ich glaube, erstmal um Ruhe bitten, oder? Die müssen erstmal wieder ein bisschen chilliger werden, wir alle. Hast du schon gemacht, glaube ich. Ja. Also, ich fange jetzt an, also in ungefähr 3 Sekunden, okay? Also 1, 2, 3. Es geht so los. Wittgenstein. Marx. DJ Kant. Den letzten Philosophen, den kennt keiner, das ist Saul Kripke, der groovt aber ziemlich gut, deshalb habe ich den auch genommen. Wir leben heute in einer ziemlich komischen Zeit. In einer sehr, sehr seltsamen Zeit. Auf der einen Seite gibt es einen unglaublichen Zugewinn an Freiheit durch den ganzen technischen Fortschritt, der jeden Tag über uns hereinprasselt. Auf der einen Seite ist es so. Aber auf der anderen Seite kann es sein, dass diese Freiheitsmöglichkeiten, die uns alle so gegeben sind im Alltag, dass die genau dazu führen, dass die Freiheit geradezu wieder eingeschränkt wird. Denn wenn man alles so im Alltag so macht, was einem so angeboten wird oder sogar machen muss von irgendeinem Arbeitgeber oder Uni oder von Freunden, also wenn man jedes Praktika machen muss, jede App haben muss und so weiter, wenn man das alles machen muss, dann wird die Freiheit wieder eingeschränkt. Also wenn man alle Freiheitsmöglichkeiten ausnutzen muss, ist das der größtmögliche Zwang, den ich mir überhaupt vorstellen kann. Und da will ich natürlich, die Kenner wissen das schon, will ich so auf die Unterscheidung zwischen formaler und inhaltlicher Freiheit hinaus. Das kann man zum Beispiel erkennen, ihr kennt vielleicht Joko und Klaas, die sind mal auf dem Oktoberfest sind die gegangen und haben wirklich alles, also die mussten dann in 4 Stunden alles machen, also wirklich alles. Also sie hatten die Freiheitsmöglichkeiten, alles zu tun und dann nach 4 Stunden, nachdem sie wirklich jede Achterbahn gefahren sind, jedes Bier getrunken haben, jedes Lebkuchenherz, dann haben sie sich überhaupt nicht frei gefühlt. Das ist komisch. Gell? Und genauso ist es irgendwie mit der Freiheit. Und ich glaube, dass die Philosophie uns sagen kann, dass die uns zum Beispiel sagen kann, nein. Einfach, dass man einfach mal Sachen einfach nicht macht. Oder andererseits kann die Philosophie auch sagen, dass man vielleicht mal Dinge kombiniert, die davor nicht so zusammengepasst haben. Zum Beispiel, es gab mal diesen Typen, der, kennt ihr vielleicht noch, Niklas Luhmann hieß der. Der war auch Soziologe und Philosoph. Und der hat so die Gesellschaft in so Systeme eingeteilt. Also Recht, Wirtschaft, Politik, Kultur war alles ein System und dann wieder in Subsysteme und diese Subsysteme in noch mehr Subsysteme, mehr Spezialisierung, mehr Expertentum, mehr halt Differenzierung, hat er das genannt, so ein Dingswort. Und ja, und aber das Blöde daran ist, wenn man sich immer mehr, also er hat gedacht, dadurch gibt es immer mehr Freiheit durch diese funktionale Differenzierung und das ist auch auf der formalen Ebene so, aber der inhaltlichen überhaupt nicht. Denn dadurch wird eben die Freiheit wieder eingeschränkt. Und ich glaube, dass die Philosophie einfach sagen kann, also wieder dazu führen kann, dass man mehr inhaltliche Freiheit sich erarbeiten kann. Zum Beispiel, also wenn man jetzt sich irgendein Teilsystem nimmt, zum Beispiel wenn man neue russische Literatur zusammen mit Festkörperphysik mal zusammenbringt. So was kann nur die Philosophie machen. Das kann niemand anders machen. Oder zum Beispiel die Geburt des Punk in den 80er Jahren rein mit chemischen Formeln erklärt. Das kann nur die Philosophie machen. Die darf das. Ja. Oder zum Beispiel was anderes. Also mein Lieblingsphilosoph ist so Wittgenstein. Der hat so Begriffsanalyse gemacht. Und wenn man zum Beispiel die Ökonomie heute, die ist so festgefahren. Und wenn man sich überlegt, die Begriffe in der Ökonomie, die werden meistens gar nicht hinterfragt. Also wenn man jetzt mal einkaufen geht, auf dem Markt Obst kaufen, dann sieht man, dass man so einen Apfel, den man dann kauft, den kann man ganz einfach physikalisch beschreiben. Also durch interne Eigenschaften sozusagen, die der Apfel hat, also aus Atomen letztendlich besteht er. Und aber die Ökonomie denkt, dass sie sowas wie eine sozialwissenschaftliche Physik ist, aber das
ist sie natürlich nicht, weil den Preis, und der würde der Wittgenstein, wenn er sich damit beschäftigt hätte, hat er leider nicht, da würde der Wittgenstein, würde er hingehen und sagen, ja, das geht so nicht, der Preis ist ja so eine soziale Eigenschaft und passt da überhaupt nicht rein. Also deshalb diese ganze neoklassische Bullshit, also die kriegen ständig nur Nobelpreise für diesen Bullshit, den sie da vertreten, ist ein alles falsch, weil die das mit dem Obst nicht verstehen. Und jetzt will ich auch versuchen, verschiedene Teilsysteme, die es in unserer Gesellschaft so gibt, zu vermengen. Und dazu habe ich mir was ganz Einfaches ausgedacht. Ich will also ein bisschen was rappen und natürlich philosophisch, klar. Und also den Rap, das Teilsystem Rap, das Gebiet Hip-Hop. So, ich ziehe mir mal meine Hose ein bisschen runter. Mit dem Teilsystem Philosophie verbinden. Yo. Wiederkehr des Abendlandes, a crossover of the evening land. Wir wollen die coolen Typen zurück. MC Wittgenstein, Schopenhauer und DJ Ken, Aristoteles, der alte Sack, wusste immer einen klugen Satz. Wenn der Beat abging, er mit seinen Homies abhing, die herumwandelten, er die Metaphysik schrieb, dann war er voll in den Time Element. Die alten Philosophen hatten gepennt. Denn erst wenn man vier fette Ursachen erkennt, ist der Blick auf die Natur nicht mehr so eingeschränkt. DJ Ken checkte auch die Lage, er bedachte dabei die moralische Frage. Er behandelte diese kompetent und versiert. Analytisch droppte er die Lines auf das Papier. Handelte nur nach derjenigen Maxime, von der du es gleich wollen kannst, dass ein allgemeines Gesetz abginge. Der Mensch ist vernünftig und mit Sinnen ausgestattet, bleibt ihm die Vernunft, haut er moralisch auf die Kacke. Wiederkehr des Abendlandes, Crossover of the Evening Land. Wir wollen die coolen Typen zurück. MC Wittgenstein, Schopenhauer und DJ Ken. Wiederkehr des Abendlandes, Crossover of the Evening Land. Wir wollen die coolen Typen zurück. MC Wittgenstein, Schopenhauer und DJ Ken.